Willkommen bei den Finanznews. Heute mit einem Beitrag von Ron Paul. Er ist ein US-amerikanischer Arzt und Politiker. In seinen Ausführungen vergleicht er unsere aktuelle wirtschaftliche Situation mit dem Jahr 1921, dem Jahr, als die große Weltwirtschaftskrise ausbrach. Die Fed hat nun angekündigt, die Zinsen bald zu erhöhen. Scheinbar haben die Verantwortlichen endlich erkannt, dass das Problem, mit dem wir heute konfrontiert sind, sehr ernst ist. Die US-Notenbank musste das einfach irgendwann zugeben. Sie kann nicht einfach so weitermachen. Der Schuldenberg ist bereits viel zu groß. Mehr und mehr Experten waren schon seit geraumer Zeit der Meinung, dass sich etwas ändern muss. Die Fed hatte in den Jahren nach der Finanzkrise von 2008 den Gürtel etwas enger geschnallt, aber 2019 gab es keinen Grund mehr, sich der Trump-Regierung zu beugen und die Zinsen weiterhin niedrig zu halten. Ein Jahr vor Corona wären wir in einer besseren Ausgangslage gewesen, wenn die Fed den Zinssatz erhöht hätte. Im Grunde genommen hörte die Notenbank seit 2008 nicht auf, Geld zu drucken, in guten wie in schlechten Zeiten. Dieser Trend hält bis zum heutigen Tage an. Monatlich druckt die Fed ca. 120 Milliarden Dollar, um die Finanzspritzen sowie den Kauf von Staatsanleihen und hypothekengesicherten Wertpapieren zu gewährleisten. Das wiederum vergrößert die Immobilienblase und das hat Auswirkungen auf den Aktienmarkt. 120 Milliarden Dollar pro Monat werden aktuell in den Markt gepumpt. Das meiste davon landet bei den Superreichen. Die Banken haben mittlerweile große Reserven. Die verdienen damit ein paar Zinsen, mehr als ein einzelner Sparer momentan verdienen kann. Die Ankündigung war schon etwas bizarr, denn eigentlich können sie jetzt gar nicht aufhören, Geld zu drucken. Das ist mittlerweile wie eine Droge, eine Sucht mit Symptomen und Nebenwirkungen. Wenn sie jetzt versuchen, die marode Wirtschaft abzuschalten, wird es ziemlich heftige Insolvenzen geben. Gäbe es jetzt keine Regierung, keine Fed und keinen Kongress, was würde der freie Markt dann tun? Er würde sehr viele Firmen bankrott gehen lassen. Das wäre schmerzvoll. Wenn der Markt dann wieder frei ist, würde es auch nur etwa ein Jahr dauern, bis alle wieder auf die Beine gekommen sind. Der Schuldenberg kann durchaus getilgt werden. Aber daran denkt momentan niemand. 1921 haben sie das so gemacht und es hat gut funktioniert. Nach einem Jahr gab es sogar wieder etwas Wirtschaftswachstum. Im Moment kann das nicht passieren, weil wir immer noch wie bisher weitermachen. Die Fed beschleunigt unsere Wirtschaft momentan künstlich. Und die Leute erwarten das auch von ihr. Ich denke, die meisten gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen nicht wirklich viel nach oben schrauben wird. Die echte Anhebung der Zinsen kommt vielleicht erst in ein paar Monaten. Dann sinkt der Aktienmarkt 20 Minuten lang. Und dann steigt er wieder, weil alle glauben, dass die Druckerpresse sofort wieder angeworfen wird. Das scheint ein Mechanismus geworden zu sein, über den die Fed gar keine echte Kontrolle mehr hat. Das basiert alles nur noch auf dem subjektiven Glauben, dass der Wert des Dollars ewig anhalten wird, weil der Dollar ja die wichtigste Reservewährung der Welt ist. Das weltweite Vertrauen in den Dollar schwindet. Aber wir in den USA glauben immer noch, dass wir ein reiches Land sind, dass wir noch eine militärische Macht sind. Wir glauben tatsächlich, dass es ewig so weitergehen kann. Ökonomisch betrachtet ist es völlig unmöglich. Die Fed druckte allein im vergangenen Jahr wegen Corona 6 Billionen Dollar, um die Staatsausgaben zu finanzieren. Es gab aber keinerlei Wirtschaftswachstum, welches dieses Gelddrucken gerechtfertigt hätte. Solange die Menschen also nicht das große Problem erkennen, in dem wir uns gerade befinden, wird es so weitergehen bis zu dem Punkt, an dem die Rechnung fällig ist. Dann bricht das Kartenhaus zusammen. Und die Menschen werden in den Überlebensmodus schalten. Wenn die Kaufkraft des Dollars, die bereits stark gesunken ist, noch weiter sinkt, dann ist das Spiel aus. Dann sollte jeder von uns besser wissen, was zu tun ist. Ich hoffe nach wie vor, dass wir irgendwann wieder ein Geldsystem haben, das als solide bezeichnet werden kann. Die Gründer der USA wussten genau, was eine galoppierende Inflation mit dem Dollar anrichtet. Deshalb beschlossen sie, dass nur Gold- und Silbermünzen gesetzliche Zahlungsmittel sein dürfen. Sie hatten das sogar in der Verfassung verankert. Aber dieses Prinzip wurde ausgehöhlt. Spätestens seit 1913, als die Fed gegründet wurde, ging es bergab. Wir befinden uns seitdem in einer Sackgasse.
Eines ist sicher, solange dieses Problem nicht gelöst wird, wird der Lebensstandard der meisten Amerikaner weiter sinken. Eine Ausnahme bilden diejenigen, die ihr Vermögen schlau angelegt haben. Würden Sie noch arbeiten gehen, wenn Sie plötzlich Geld von der Regierung zugeschickt bekommen, ohne etwas dafür tun zu müssen? Sie brauchten ja dann nicht mehr arbeiten zu gehen. Es gibt jede Menge Jobs, aber niemand geht arbeiten. In einem anderen Bereich sieht es auch düster aus. Banken betteln die Amerikaner mittlerweile an, Kredite aufzunehmen. Die Banken werden mit Geld überschwemmt, schicken aber immer mehr von dem Geld wieder zurück an die Fed. Die Banken würden gerne mehr Geld verleihen. Das Geld ist da, aber kaum jemand traut sich, einen Kredit aufzunehmen. Kapital sollte ja ohnehin aus Ersparnissen stammen, die über das hinausgehen, was die Menschen verdient haben und nicht zum Leben brauchten. Kapital sollte nicht aus staatlichen Subventionen stammen. Sowas stört die Wirtschaftsplanung. Ich kann verstehen, warum viele Menschen nicht bereit sind, Geld zu leihen. Wenn sie es doch tun, dann wahrscheinlich für den Konsum und nicht für das Erzeugen von Produkten und Dienstleistungen. Die andere Sache, die getan werden müsste, ist, dass wir unsere Außenhandelspolitik ändern. Sie darf nicht auf Protektionismus basieren. Das ist kein Weg zu nachhaltigem Wohlstand. Der beste Weg ist eine freie Marktwirtschaft. Nur die erlaubt den Menschen, das zu tun, was sie für sich selbst und ihre Familien als das Beste halten. Es ist machbar. Wir müssen nur genügend Menschen dazu bringen, nach diesem Prinzip zu handeln. Welche Möglichkeiten hat man denn, in solch einer Situation sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer eins, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt, und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like,
teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.